Herzlich willkommen zu unserem Webinar Predictive Maintenance mit Automated Analytics. Ich würde erstmal im ersten Schritt gerne die Sprecher vorstellen. Mich hören Sie jetzt schon, haben Sie auch ein Bild davon links. Ich bin Dennis Tito, ich bin einer der Partner von Conergy und Sie kennen mich vielleicht schon aus den letzten Webinaren zum Thema Predictive Analytics. Und heute ist in unserem Webinar auch meine Kollegin, die Alexandra Astaschonak. Und da freue ich mich ganz viel darüber, dass sie uns heute was vorstellen kann, weil sie bei uns Expertin im Bereich Predictive Analytics ist und bei dem Projekt, über das wir hier heute berichten, eben dabei war, mit anderen Kollegen zusammen ganz viel darüber erzählen kann. Und ich denke, Ihnen da auch ganz spannende Einblicke geben kann. Zur Agenda für das heutige Webinar. Wir starten mit einer Kurzvorstellung von der Conergy. Das werden wir auch bewusst kurz halten, denn das für Sie sicherlich viel spannendere ist dann der folgende Business Case. Worum geht es eigentlich? Was war der inhaltliche Hintergrund? Dann die technischen und methodische Umsetzung, wobei wir da denn auch was am System zeigen werden, um das ein bisschen plastischer zu machen. Und die Kollegin wird dann auch noch auf das Thema der Herausforderungen, die wir in dem Projekt hatten, eingehen. Und am Ende haben wir noch eine kleine Fragen- und Antwortenrunde. Da bitte ich Sie auch, wenn Sie jetzt zwischendurch schon Fragen haben, können Sie die gerne schon in den Chat reinstellen, so dass wir die dann zum Ende hin beantworten können. Und wenn das jetzt am Ende möglicherweise nicht genug Zeit ist, alle Fragen unterzukriegen oder Sie im Nachgang noch Fragen an uns haben, sind Sie herzlich eingeladen, uns auch nochmal über die Kontaktdaten, die Sie eben gesehen haben und am Ende nochmal sehen, zu kontaktieren, beziehungsweise Sachen, die im Chat gestellt wurden, die wir aus Zeitgründen nicht mehr beantworten können. Da würden wir dann im Nachgang nochmal auf Sie zukommen. Gut, dann wollen wir auch starten und zwar mit der Kurzvorstellung von der Conergy. Uns gibt es seit gut 10 Jahren. Wir sind seit der Zeit auch SAP-Partner, sind mit der SAP da zum Beispiel in dem Bereich Schulungen eng verbandelt und insbesondere arbeiten wir auch sehr eng in dem Bereich Predictive zusammen. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel jetzt eine Schulung zum Bereich Predictive bei der SAP buchen, dann haben Sie ganz gute Chancen, dass einer unserer Kollegen da vorne steht. Aber auch sonst in dem Bereich Predictive arbeiten wir da eng mit der SAP zusammen. Wir sind aktuell über 70 leidenschaftliche Mitarbeiter und haben auch bei kununu eine sehr gute Weiterempfehlungsrate. Was uns jetzt besonders auszeichnet, ist, dass wir sehr früh sehr viel Wert auf Qualität gelegt haben. Das heißt, dass bei uns jeder unser Berater in seinem Spezialgebiet zertifiziert ist. Ob das nun die ABAP-Entwicklung ist, ob es irgendwelche Business Objects Tools sind oder was auch immer. In den Bereichen ist da jeder zertifiziert. Das Gleiche gilt natürlich auch für Projektleiter, die entsprechend Projektmanagement zertifiziert sind. Wie auch die ganze Firma ISO 9001, sprich Qualität zertifiziert ist. Das im Ergebnis hat dann dazu geführt, dass wir auf eine Historie von über 100 erfolgreichen Projekten zurückschauen können, über 50 zufriedene Kunden und im letzten Jahr auch über 20 Kunden, die wir direkt betreut haben, von unseren zwei Standorten Berlin und Düsseldorf aus. Das heißt jetzt nicht, dass wir nur in der Region die Projekte machen, sondern die sind natürlich im deutschsprachigen Raum verteilt, aber an den Standorten sitzen dann unsere Kollegen vor Ort. Was betreuen wir von dort aus? Da gibt es verschiedene Kompetenzfelder. Angefangen mit dem Bereich BI-Strategie, ohne da jetzt im Detail darauf einzugehen, das Beispiel Schulungen, was ich eben schon mal erwähnt habe, oder auch die Tool-Auswahl, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, um ein Predictive-Projekt, wie Sie das denn umsetzen wollen, ob das jetzt mit Predictive Analytics, mit R, mit einem Non-SAP-Tool, im Rahmen der HANA, Power Library oder wie auch immer gehen soll, sprechen wir uns gerne an. Klassisch kommen wir aus dem Bereich Data Warehousing, Reporting Planung, also dem, was man so Business Intelligence
nennen würde, wo es uns dann relativ egal ist, ob sie das jetzt mit HANA oder ohne HANA machen wollen, vielleicht sogar HANA nativ machen wollen, ob sie das jetzt mit Business Objects machen oder mit den klassischen Tools in der Cloud, möglicherweise ohne Cloud. Das ist uns relativ egal. Da gehen wir ganz darauf ein, was für Sie da am relevantesten, interessantesten ist und was Ihnen am meisten hilft. Der Bereich, wo wir uns heute natürlich drum kümmern, ist das ganze Thema Predictive Analytics im Data Science Bereich. Das kann auch eine datengetriebene Planung sein. Das können die Methodologien sein, die da im Hintergrund sind. Das braucht jetzt auch vom Tool, wie ich schon gesagt habe, nicht das Predictive Analytics an sich sein. Das ist halt eins der Tools, die man dann nutzen kann. Und Sie haben das vielleicht auch mitgekriegt, dass wir da auf der DSAG letztes Jahr auch einen Vortrag zugehalten haben. Jetzt in Q4 auf dem SAP Analytics Forum werden wir auch wieder einen Vortrag dazu halten. Da lade ich Sie auch ganz herzlich zu ein, daran teilzunehmen. Ansonsten sind wir im S/4HANA-Bereich aktiv, insbesondere im Bereich Analytics und Planung. Im S/4HANA-Bereich übrigens gibt es ja auch die Möglichkeit, mit Predictive Sachen zu kombinieren, insbesondere wenn Sie jetzt in der S/4HANA Cloud sind. Also das gesehen haben in der 18.05-Version zum Beispiel, kann man ja mittels Machine Learning zum Beispiel die Kontenabstimmung in FI einfach deutlich besser automatisieren. Ja, auch das wäre ein Bereich, wo wir aktiv sind. Last but not least haben wir das Thema Application Management. Das heißt, die ganze Betreuung dann von Applikationen. So, das soll das im Schnelldurchlauf jetzt auch zu uns gewesen sein. Dann möchte ich jetzt gleich übergeben an meine Kollegin, dass sie Ihnen jetzt zu dem Business Case, um den es heute geht, was erzählt und dann auch die weitere Moderation bis dann zu den Fragen-Antworten übernimmt. Alexandra, bitte, du bist. Ja. Vielen Dank, Dennis, für die kurze Vorstellung. Ich würde heute unser Business Case, unser Projekt vorstellen und fange ich an dann mit dem Business Case selbst und die Ausgangssituation. Das Projekt haben wir zusammen mit SAP Russland gemacht. So SAP, die einen Sitz in Moskau hat. Und das Projekt wurde auch für ein russisches Unternehmen gemacht. Ausgangssituation war die folgende. Wir hatten damals die Daten von 100 Motoren bekommen. Und die Daten haben die 21 verschiedene Messungen, verschiedene KPIs von Motoren dargestellt. Zum Beispiel Temperatur, Geschwindigkeit von Motor, Profiltiefe und etc. Heute werde ich diese Daten auch zeigen, aber die sind anonymisiert. Also ja, aber wir werden jetzt noch gucken, wie die Daten aussehen. Und das Problem war, dass die Motoren nach einer Anzahl von Zyklen ganz oft nicht mehr funktionieren. Und die Frage, die wirklich interessiert immer dann die Produktionsleiter, ist warum und ob man auch vorhersagen kann, dass ein Motor sich abbricht und wird nicht mehr funktionieren, irgendwie ja, vorher zu sagen. Und dann dieses Motor entweder zu reparieren oder wechseln und so weiter. Ziel des Projektes war, die historischen Daten mit Data Mining Algorithmen zu analysieren, um Zusammenhänge zwischen Messungen und auch Lebensdauer von Motoren zu finden. Wir haben auch vorher gesagt, ob der Motor im nächsten Zyklus noch funktionieren wird.
Und ja, wie gesagt, das alles, das Ziel von das alles ist nur die höhere technische Verfügbarkeit der Motoren zu gewährleisten. Ja, so sehen ungefähr die Daten aus. Wie gesagt, wir haben die historischen Daten von 100 Motoren bekommen und von diesen 100 Motoren waren 80 Motoren, wofür wir hatten schon die Antwort, ob dieser Motor hat funktioniert noch länger oder nicht, also abgebrochen ist. Die verschiedenen Sensorindikatoren pro Motor gemessen und pro Zyklus. Und auch am Ende jeder Zyklus wurden die Einstellung 1 und Einstellung 2 hier auf das Bild Setting 1 und Setting 2 angepasst. Ja, wie wir dann die Lösung gesucht haben und wie wir dann die Lösung umgesetzt haben. Bei der Auswahl der Algorithmen waren wir bei drei Algorithmen. Und zwar Zeitreihenanalyse, Klassifikationsanalyse und Regressionsanalyse. Zeitreihenanalyse hat uns geholfen, die Daten zu analysieren und irgendwelche Muster, wie zum Beispiel Trend oder Konjunktur, saisonale Schwankungen zu finden. Klassifikationsanalyse, normalerweise ist dazu geeignet, dass man die Daten eine von zum Beispiel zwei Klassen zuweisen. Wir bei uns, wir hatten zwei Klassen. Erste Klasse, das Motor wird nicht mehr funktionieren. Und zweite Klasse ist, das Motor wird noch länger funktionieren. Und auch Regressionsanalyse hilft uns damit, die funktionale Beziehungen zwischen dem Ziel und erklärenden Variablen zu finden. Und auch hilft uns zu verstehen die Daten und solche Informationen aus den Daten zu bekommen wie Variablenbeiträge. Das heißt, wie hoch ist ein Beitrag von Variablen und inwiefern bestimmt diesen Sensor in unserem Fall zum Beispiel dann die Lebensdauer von unserem Motor. Hier sehen wir dann Zeitreihe. Hier sehen wir hier die Zeitreihe-Analyse. Und hier, was wir uns hier angeschaut haben. Wir haben so eine neue Spalte ermittelt aus historischen Daten. Die haben wir AD-Spalten genannt. Genau, hier ist beschrieben AD-Spalten. Und diese AD-Spalten zeigen uns absolute Differenz zwischen dem aktuellen und ersten Zyklus von Sensor. Und wenn wir jetzt uns die Grafik hier anschauen, dann können wir sehen, pro Sensor, also eine Farbe ist ein Sensor für einen bestimmten Motor, wie stand der Messung sich mit der Zeit geändert hat. Wenn zum Beispiel, wenn wir jetzt diese gelbe Sensor nennen, dann können wir merken, dass am Anfang die Differenz war ziemlich klein, also war irgendwo neben Null. Und dann mit dem Lebensdauer, wie höher der Zyklus ist, desto mehr die Schwankung ist. Davon können wir wahrscheinlich vermuten, dass diese Messung ist auch irgendwo mit Lebensdauer verbunden. Also das Motor veraltet sich und dieser Sensor wahrscheinlich
weist uns auch darauf hin, dass mit dem Alter Motor ja, sich geändert. Und aber auch können wir hier ganz neben Null Achse, also X-Achse sehen, dass die Sensor, die so blau ist, ist eigentlich immer neben Null geblieben. Und ja, das heißt, dass die absolute Differenz zwischen dem aktuellen und ersten Zyklus war konstant und war eigentlich hat sich gar nicht geändert. Ganz wichtige zwei Spalten waren für unsere Analyse Break und Last Period, also ob ein Motor abgebrochen ist und ob das Periode wirklich die letzte ist. Der so Break, das ist genau unsere Zielvariable, das, was wir vorhersagen wollen, ob Motor sich abbricht oder nicht. Und Last Periode haben wir für uns erstellt, um besser analysieren und visualisieren zu können. Modellaufbau. Wie ich schon gesagt habe, wir haben die historischen Daten mit der Antworten, ob Motor funktioniert oder nicht funktioniert, für 80 Motoren bekommen. Und wir haben 60 von Motoren benutzt, um das Modell aufzubauen. Und dann andere 10, wo wir schon die Ergebnisse wussten, haben wir dann als so zu prüfen, zu testen, zu prüfen, unser Modell benutzt, um dann dann anzuwenden, unser Modell an diese 10 Motoren und dann vergleichen zu können, was Modell vorher gesagt hat und was ist die tatsächliche Ergebnisse. Und danach, wenn wir schon mit unserem Modell zufrieden waren, haben wir dann dieses Modell auf neue Daten angewendet. Neue Daten für 20 Motoren. So sieht so Verlauf des Projektes ungefähr aus. Erster Schritt, was wir machen, was man normalerweise macht, man wählt Algorithmus aus. Zum Beispiel bei uns, das war Klassifikation und Regression für die Lösung für Modellaufbau. Man vorbereitet die Daten, das auswählt. Man macht diese Karten-Strategie. Das ist genau, was ich gerade erklärt habe, dass man muss die historischen Daten in Teilen aufteilen in zwei Datasets, um dann prüfen zu können und Daten validieren zu können. Dann ganz wichtig, die Daten zu beschreiben, was für ein Typ ist das, ob da irgendwelche Daten noch fehlen und so weiter. Man definiert die Variable, man sagt, was ist unsere erklärende Variable, was ist unsere abhängige Variable oder Zielvariable und man generiert dann das Modell. In Predictive Automated Tool, womit das Projekt gemacht wurde, gibt es diese zwei gute Indikatoren, Qualitätsindikatoren, KIKR, damit man Modell beurteilen kann. Dann kann man auch die Grafiken anschauen und Variablenbeiträge analysieren, um zu Informationen zu kriegen, was ist entscheidend bei unseren Ergebnissen. Und kann man auch statistische Berichte analysieren. Und wenn man das Modell anwendet, dann kann man auch weiter trainieren, Prognose erstellen für die neuen Daten, wenn man das Modell auf dem neuen Dataset anwendet, oder auch einfach Modell speichern, um dann noch einmal benutzen zu können. Jetzt will ich ins System gehen. In SAP Predictive Analytics Tool, Modus Automated Analytics, um zu zeigen, wie es bei uns, so wie man das Modell damit aufbauen kann. Jetzt öffne ich das Tool, SAP Predictive Analytics Tool. Es dauert ein paar Sekunden. Ja, wir sind schon da. Hier können wir sehen, dass es gibt zwei Modusen, und zwar Automated Analytics Modus und Expert Analytics Modus.
Heute sprechen wir und benutzen wir Automated Analytics Modus, um unsere Modelle aufzubauen. Und dann gehen wir in Modeler. Und wie schon gesagt haben, werden wir heute eine Klassifikation Modell erstellen. In Subpredictive Automated Tool gehen die beiden Klassifikation und Regression Modellen zusammen. Wir haben unsere Algorithmen ausgewählt. Jetzt müssen wir die Daten auswählen. Also fürs Webinar benutze ich schon vorbereitete Daten. Hier. Man kann hier auch die Daten zum Beispiel anschauen, wie die ungefähr so aussehen. Das ist genau Engine-ID, das ist unser Motor. Dann Cycle-Zyklus. Und dann gibt es verschiedene Settings, ja, also verschiedene Sensorendaten, verschiedene Sensorenmessungen, S02, S03 und so weiter. Und dann am Ende gibt es dann die Anpassungen. Das heißt Setting 1, Setting 2, gewisse Einstellungen, die man nach jedem Zyklus macht. Und dann auch unsere Zielvariable ist Break, ob Motor abgebrochen ist oder nicht. Ja, jetzt gehen wir zurück und machen wir weiter. Ganz wichtiger Schritt ist, die Daten zu analysieren und zwar zu gucken, was für eine Wert ist das für Data Science ist ganz wichtig zu verstehen, wie die Daten verteilt sind und auch wie die Werte aussehen. Ist es ein Integer oder ist es eine numerische Zahl? Und Automated Tool hilft uns damit. Und zwar in diesem Perspektiv kann man auch einfach auf Analysieren klicken, wie ich schon gemacht habe. Und dann sieht man Struktur von ausgewählten Dataset. Gehen wir weiter. Hier müssen wir bestimmen, was ist unsere Zielvariable. Ein Automated Tool hilft uns auch hier damit und schlägt uns sofort vor, das Break, ob Motor ausgefallen ist oder nicht, schlägt uns schon das vor. Und auch hier sind die unabhängigen Variablen, sogenannte Explanatory Variables, die dann sollen unsere Ziel erklären. Gehen wir weiter. Hier ist so Summary of Modeling Parameters. Hier sollen wir einfach so, wenn man irgendwas noch einstellen will, kann man da hier einstellen. Aber bei uns jetzt werden wir nur diese Enable Autoselection ausschalten, weil diese Enable Autoselection hilft uns, die bestimmte Variablen nicht zu betrachten. Das heißt, wenn Algorithmus entscheidet, dass diese Variable wahrscheinlich kein Beitrag hat oft, und irgendwie erklärt gar nicht unsere Zielvariable, dann Automated Tool automatisch wird es rausschmeißen. Und wir wollen das heute nicht. Wir wollen uns anschauen, die Beiträge von alle Variablen und ja, also das Modell bauen, die hängt von alle Variablen ab. Jetzt klicken wir auf Generate. Es dauert ein paar Sekunden, bis hier ein Modell generiert ist. Ja, das ist es schon. Wir sind gelandet jetzt in einem Modellüberblick. Hier ganz interessant für uns sind zum Beispiel die Suspicious Variables. Und zwar, das ist die Variablen, die Tool uns sagt, dass diese Variablen wahrscheinlich korrelieren ganz groß mit unserer Zielvariable. Und Tool wahrscheinlich schlägt uns vor, dass ich sehe, dass diese Variablen schon gut erklären, aber man muss noch prüfen, diese Korrelation. Und Performance-Indikators, und zwar Predictive Power und Predictive Confidence, die sind ganz wichtig für uns. Hier sehen wir, dass wir liegen hier mit diesen Datensets bei KI bei 95% und KR 99%.
Und ganz interessant hier ist, wie gesagt, die variablen Beiträge. Hier sehen wir, hier weist uns das Modell hin, dass die Variablen S01, Sensoren, erster Sensor zwei, Nummer 20, 17, 12, 2, einen sehr hohen Beitrag haben, wie zum Beispiel erster Sensor liegt bei ungefähr 24% und Sensor Nummer 2 liegt bei 10%. Das ist ganz schon hoch, wenn wir jetzt mit Zyklusnummer vergleichen. Zyklusnummer können wir jetzt wie Motoralter betrachten auch. Und bei Zyklusnummer liegt es dann bei 1%, also nicht so hoch. Und auch ganz interessant für uns wäre die Graph, Modelgraph. Und zwar hier können wir ein bisschen einschätzen, wie gut unser Modell ist. Hier sind drei Modelle abgebildet. Dieses rote Modell ist eigentlich ganz random. Das ist 50%, dass ein Motor ausfällt und 50%, dass es nicht ausfällt. Also liefert eigentlich keine Information. Die grüne Modell ist die beste Modell, die gebaut sein kann, konnte. Und unser Modell ist dieser blaue Modell hier. Und wir können eigentlich sehen, dass es liegt ganz nah am grünen Modell. Und das heißt, dass unser Modell ziemlich gute Performance hat, ziemlich gut gebaut ist. Jetzt wechsle ich zurück wieder zum Folien und will ganz gerne präsentieren die Ergebnisse, die wir beim Projekt bekommen haben. Hier auf dieser Folie können wir sehen, wie dann die Ergebnisse aussehen, dass ob zum Beispiel erstmal Modell geprüft wurde am Trainingsdaten, am 10 Motoren, die beim Modellaufbau nicht betrachtet sind. Und hier können wir sehen, dass zum Beispiel Motor 71, die Spalte Break, das ist tatsächliche Spalte, das ist so quasi Ist-Wert, und Decision Break, das ist ein vorhergesagter Break. Und hier, wir können sehen, dass eigentlich unser Modell ist ganz gut. Sie hat vorher gesagt, dass das mit der Wahrscheinlichkeit von 42% unser Motor fällt aus im Zyklus Nummer 207. Was ist eigentlich ganz gut ist, weil tatsächlich unser Motor ist abgebrochen im Zyklus 208. Deswegen, das ist ganz gut. Und dann können wir, wenn wir das an, uns angeschaut haben und sind einverstanden mit Modell an den Trainingsset, dann wenden wir unser Modell an die neuen Daten an und können wir schon die Ergebnisse sehen. Zum Beispiel, unser Modell sagt uns, dass Motor Nummer 81 wird bald ausfallen. Und zwar ab Zyklus Nummer 237 mit Wahrscheinlichkeit von 42% wird das Motor ausfallen. Das kann ja entweder dann in diesem Zyklus passieren oder zum Beispiel auch bis zum 239. Motor 82 wird schon zunehmend schlechter, aber basierend auf diesen Daten, die wir haben, kann uns Modell nicht sagen, dass es schon nächster Zyklus ist, dass Motor abbricht. Und fürs Motor 92 teilt uns Modell mit, dass Motor eigentlich sehr gut noch funktioniert. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es abbricht, ist wirklich sehr, sehr niedrig. Ja, und jetzt lass uns angucken dann diese Sensoren für diese genau zwei Motoren. Motor 81, wofür sagt unser Modell vor, dass es ausfällt. Und Motor 92, wofür sagt unser Modell, dass Motor nicht ausfällt. Ja, kann man hier auch sehen, dass auch diese Sensoren haben sich wirklich rasant, die Schwankung hat sich rasant
erhöht für diesen Motor, wofür wir vorhersagen, dass er ausbricht. Und für das zweite ist eigentlich alles ganz stabil. Und so sehen dann zusammenfassend unsere Ergebnisse aus. Und hier, das ganz wichtig für einen Produktionsleiter oder für einen Geschäftsführer, dass hier diese roten Motoren höchstwahrscheinlich ganz bald ausfallen werden. Dann die orangen Motoren, eigentlich nur 2, 87 und 97, befinden sich in einem kritischen Zustand. Und gelbe verschlechtern sich und grüne funktionieren eigentlich ganz gut und man muss in dieser Zeit darum gar keine Sorgen machen. Ja, nächster Punkt von meinem Bericht heute ist Herausforderungen, die wir beim Projekt gehabt haben. Und als Projektmitglied kann ich so über folgende Herausforderungen berichten. Das Projekt wurde für einen russischen, also Kunde auf russischen Markt gemacht. Und da war eigentlich ganz herausfordernd, die Daten zu sammeln, weil in Russland fängt man nur erst jetzt an, die Daten zu sammeln. Also, und ohne Daten gibt es eigentlich keine Data Science Predictive Maintenance Projekt, ja. Eigentlich dann im Gegenteil über Deutschland kann ich sagen, dann, dass in Deutschland die Daten, man sammelt schon die Daten ganz lang, aber dann in Deutschland ist ganz oft die Herausforderung, das Modell zur ganzen Unternehmen anzuwenden und deployen, also ausrollen. Und dazu eigentlich werden wir auch im August noch ein separates Webinar machen, um zu erzählen, wie man ein Modell ausrollen kann fürs Unternehmen. Ja, aber zurück zu uns. Uns waren auch ganz wichtig die Verständnis der Sensordaten. So Business, also was eigentlich erst jeder Sensor misst. Und ganz oft ist auch eine Herausforderung, die Algorithmen zu kombinieren und dann ja Ergebnisse zu interpretieren. Ja, jetzt kommen wir zu Block Fragen und Antworten. Hier übernimmt Dennis wieder. Super, ganz herzlichen Dank. Danke, dass du schon vorgestellt hast und über das Projekt erzählt hast, die Herausforderungen, wie wir das gemacht haben. Das waren sicherlich ganz spannende Einblicke. Ich bin jetzt aber auch ganz neugierig auf Ihre Fragen, was Sie so haben und würde Sie bitten, da schon mal in den Chat die Fragen einzustellen, die Sie dazu haben. Derweil wir hier warten, vielleicht noch der Hinweis, dass zumindest zu dem Tool Predictive Analytics, wir ein Buch geschrieben haben, mit den Daten, die Sie da unten auf der Slide sehen, wo diese ganze Beschreibung, wie funktioniert eigentlich das Tool an sich, was kann man damit machen, was macht man mit dem Automated Modus, was macht man besser mit dem Expert Modus, wie kann man auch R zum Beispiel rein integrieren oder HANA, wo das alles schon mal beschrieben ist. Und das kann ich Ihnen nur wärmstens ans Herz legen. So, jetzt gucke ich mal kurz auf die Fragen und da sehe ich die Frage ist, wie gut war das Modell bei dem Projekt und mit was für Datenmengen ist dort am Anfang gearbeitet worden? Alexandra, ich Ja. glaube, da kannst du besser was zu sagen als ich. Ja, danke, Dennis. Ja, klar, zum Dingen, wie gut Modelle waren, kann ich jetzt sofort ganz kurz zurück zur Tool. Automated Tool eigentlich hilft uns wirklich sehr,
das Modell einzuschätzen, und zwar mit diesen zwei Koeffizienten, Predictive Power und Predictive Confidence, KIKR. Das hier sehen wir ganz, ganz gute Ergebnisse, aber bei uns beim Projekt, die Ergebnisse lagen auch so zwischen 95 und 99, oh, Entschuldigung, zwischen ungefähr 90%. Das ist eigentlich ganz gut, weil 0 ist immer so schlechtes Modell und dann 100% ist dann gutes Modell. Aber wenn man auch 100% erreicht, dann muss man dann auch sich Fragen stellen, wie so robust ist das Modell, ja, wie das Modell confident ist. Also quasi wie, wann das Modell wird dann an neue Datensätze angewendet, wird dann die Performance gleich gut so oder wird dann die Performance sich irgendwie ändern. Und die Datenmenge war, also ja, wie habe ich schon erzählt, es gab dann 100 Motoren und historische Daten waren dann so pro Motor, das war quasi Lebensdauer von 150 bis 350 Zyklus und dann für 21 Sensordaten. Ja. Super, vielen Dank. Dann habe ich hier noch eine Frage gesehen, und zwar inwiefern das jetzt mit dem Predictive Analytics, also sprich mit dem Tool, ob es damit konkret zusammenhängt, dass man es nur damit machen kann, kann man es auch anders lösen. Da würde ich direkt was zu sagen wollen. Wir haben jetzt an der Stelle das Predictive Analytics genutzt, weil man damit einfach mit, ich sag mal, einem halbwegs überschaubaren Aufwand sehr gut feststellen kann, ob mit den Daten, die da vorhanden sind, ob man damit eine entsprechende Vorhersage mit einer sinnvollen Genauigkeit machen kann. So, jetzt muss man ja in einem zweiten Fall oder in der Realität, wenn man das jetzt dann weiter ausnutzen will, natürlich auch gucken, wie automatisiert man das Ganze, dass das dann auch tatsächlich beim normalen Operationalisierung, dass das läuft und ich dann nicht regelmäßig wieder in das Tool meine Daten reinladen muss und die auswerten muss. Das ist genau der Inhalt des Webinars, von dem meine Kollegin vorhin schon erzählt hat, was im August dann kommt. Wenn man das jetzt mit dem Predictive Analytics so machen will, dann will man quasi diesen Weg dann zur Predictive Factory dahinter hergehen. Man kann natürlich auch sagen, man wertet das Ganze dann aus. Man baut das ganze Modell auch auf, indem man das meinetwegen in R direkt aufbaut und dann R an die HANA-Datenbank anwindet. Oder indem man die Predictive Library in HANA nutzt. Also kurzum, es gibt da verschiedenste Lösungen, wie man das machen kann. Hier wurde jetzt das Predictive Analytics gewählt, aber im Wesentlichen deshalb, um auch, ich sag mal, in einer ersten Projektphase überhaupt erstmal zu validieren, ob das, was man dort an Daten hat, ob man damit überhaupt arbeiten kann. Okay, dann sehe ich hier noch eine Frage, wie das Projektteam besetzt war. Also ich vermute mal, wie viele oder welche Typen von Personen da drin waren und wie lang diese Phase, also quasi die Pilotphase steht hier, wie die war. Alexandra, da würde ich wieder an dich übergeben. Ja, also bei Projekt waren dann drei Leute tätig, aber so 50%, also nicht 100%, weil so die ganz oft so bei uns, dass wir nicht nur ein Projekt machen. Und dann bei uns gab es dann einen Data Engineer, Berater, und dann die auch sich hat damit beschäftigt, die Daten zu verstehen und vorzubereiten. Und auch ganz viel beteiligt war auch ein Data Scientist Berater, der hat auch die Daten gut verstanden und dann die Algorithmen ausgewählt.
wie wir dann das lösen können und dann auch die Ergebnisse interpretieren, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, gut richtig interpretieren können. Und auch noch hatten wir einen Koordinator, der hat einfach das Ganze auch sich, der war für die Kontaktaufnahme mit Kunden verantwortlich, ja, verantwortlich. Ja, genau. Und es hat bei uns, das war damals 3 Monate lang, das Pilotprojekt hat so lange gedauert. Super, auch dafür ganz vielen Dank. Dann muss ich jetzt nochmal schauen, was haben wir noch für Fragen? Wir haben hier noch eine Frage, ob mit den Predictive Analytics auch automatisch Alarme gesendet werden können, zum Beispiel wenn jetzt die Maschine einen kritischen Zustand hat. Jetzt ist ja das Predictive Analytics nicht dafür da, die Sensoren zu überwachen, sondern das Predictive Analytics ist ja dafür da, die Vorhersage zu machen. Ja, sprich, dass man dort Vorhersagen sagt, okay, aufgrund dessen, wie das Modell das errechnet, gehen wir davon aus, dass dieser Motor nach so und so viel Zyklen dann ausgetauscht werden sollte, weil sonst die Wahrscheinlichkeit, dass er einen Fehler hat auf einen kritischen Zustand, also X% dann überschreitet. Das heißt, dass das Tool an sich ist erstmal nicht dafür gedacht, jetzt die Sensoren zu überwachen und dann daraus dann Auswertungen bzw. Alarme zu schicken. Das wäre dann eher eine Variante, wo man dann das SAP Leonardo für nutzen würde, wo man da dann entsprechend das Ganze eingreifen würde. Genau, so. Das haben wir damit anfragen. Dann sehe ich hier noch eine Frage, ob die Sensoren nachgerüstet wurden oder ob die Sensoren schon in die Maschinen integriert waren. Da zugegebenermaßen müssen wir passen, weil wir die Daten von den Sensoren zwar bekommen haben, aber wir standen jetzt nicht neben dem Motor und konnten jetzt gucken, ist der Sensor jetzt dafür neu oder gibt es den schon länger? Das heißt, die Frage kann ich jetzt leider nicht beantworten. Wenn ich jetzt in den Chat gucke, sehe ich keine weiteren Fragen. Dann würde ich die Chance noch nutzen wollen, auf die nächsten Webinare hinzuweisen. Wir haben von der IB Solution das nächste Webinar, wird jetzt in 9 Tagen sein, am 21.06., wo es um die integrierten Personalprozesse durch die Anbindung von SAP SuccessFactors an das SAP IDM geht. Und dann der nächste dann wieder am 29.06. Jetzt in der Reihenfolge oder in der Zusammenarbeit mit uns ist das nächste Webinar wieder ungefähr Mitte Juli am 19.07. Da wir haben ja im Prinzip zwei Reihen, mit denen wir hier Webinare machen. Das eine sind das ganze Thema Predictive und das andere ist das S/4HANA-Thema. Zum S/4HANA-Thema haben wir uns ja beim letzten Mal die Analytics angesehen. Am 19.07. sehen wir uns dann die Extraktion an, was es da für Änderungen gibt, wenn man jetzt auch von einer Business Suite kommt, was man dort beachten muss. Und was es eigentlich auch für Neuerungen in der S/4HANA-Extraktion gibt. Im August das schon angesprochene Webinar zur Operationalisierung von Predictive Cases, sprich, wie kriege ich jetzt so einen Case, den ich jetzt einmal durchrechne und sehe, Mensch, das macht Sinn, mit den Daten kann ich sinnvoll arbeiten. Wie kriege ich den so operationalisiert, dass der auch im täglichen Leben funktioniert? Über die Webinare bekommen Sie auf dem üblichen Wege wieder die Vorankündigungen und wir freuen uns natürlich, wenn Sie daran teilnehmen. Wenn Sie jetzt im Nachgang sich noch Fragen ergeben, Sie nochmal in die Unterlagen gucken wollen oder Sie sonst irgendwas noch wissen wollen, ich habe hier die Links aufgeführt auf Slideshare bzw. YouTube. Auf Slideshare wird in der nächsten halben Stunde werden die Folien verfügbar sein.
YouTube wird ein bisschen länger dauern, bis das gesamte Paket da ist. Ansonsten können Sie mich aber auch gerne kontaktieren. Die Kontaktdaten finden Sie da auch gerne per LinkedIn oder Xing. Ich würde mich freuen, wenn Sie noch Fragen haben, wenn Sie auf uns zukommen. Ansonsten danke ich Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und der Alexandra natürlich nochmal ganz herzlichen Dank für den Vortrag. Vielen Ja, Dank. danke. Danke. Tschüss.